Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mario Kart 8. Heute mal mit Metal Mario wieder. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge. Ja, und auch heute geht es wieder um Videospiele, wie immer eigentlich bei Mario Kart 8, den Videospiel-News. Ja, und wir beginnen gleich mit den News, weil es gibt leider keine Charts. Boah, das war badass. Und wir beginnen mit Conker. Ihr kennt ja alle Conker, ne? Aus Conker Bad's Fur Day, dieses Rare-Spiel damals. Das gab's ja damals für den N64, war ein richtig cooler Erfolg. Doch mittlerweile gehört ja Rare zu Microsoft. Ihr kennt ja alle die Geschichte von Nintendo und Microsoft und Rare. Ja, jedenfalls gehört ja Microsoft auch Conker damit. Und Conker bekommt einen Auftritt. Kein neues Spiel zwar, aber zumindest etwas. Und zwar kennt ihr das Spiel Project Spark. Das ist ein kostenloses Spiel für Xbox One und den PC. Windows 8 übrigens. In diesem könnt ihr euch ein eigenes Spiel erstellen. Und es gibt bald einen kostenpflichtigen DLC, der beinhaltet Conker. Dieser erscheint am 23. April. Könnt ihr euch dann runterladen. Ah, fuck! Und in diesem DLC befindet sich, wie gesagt, unter anderem Conker. In einem Trailer könnt ihr euch das mal reinziehen. Ich habe für euch eine kleine Anime-News. Und zwar, ihr wisst ja, bald kommt der Dragon Ball Z-Film. Ich glaube, am 13. April, glaube ich. In den japanischen Kinos. Da gibt es ja schon eine neue Freezer-Form. Über die haben wir schon sehr oft gesprochen. Und es gibt auch eine neue Vegeta und Son Goku-Form. Ah. Und zwar mit blauen Haaren und lila Augen. Alle hatten sich gefragt, was ist das für eine Form? Es war auch nur bekannt, dass es war auch nur ein Bild von Vegeta bisher bekannt. Doch unter der Woche gab es nun auch das Bild zu Son Goku. Und das sieht folgendermaßen aus. Wie heißt diese Form? Sie heißt SSGSS. In der langen Version Super Saiyajin God Super Saiyajin. So heißt diese neue Form und kommt im neuen Film. Ich finde sie echt komisch, vor allem von der Namengebung. Super Saiyajin God Super Saiyajin. Was meint ihr? Schreibt es in die Comments. Es gibt einen neuen es gibt was Neues zu Project Cars. Nein, keine neue Verschiebung, denn es war ja der neue Release-Termin, der 15. Mai. Und es verhärtet sich wirklich, dass tatsächlich Project Cars am 15. Mai erscheint. Nämlich der Online-Händler Amazon, den ja wahrscheinlich jeder kennt, der listet ab sofort jetzt dieses Project Cars und zwar für den 15. Mai. Es steht auch da, dass man die Bonusinhalte, wo man ein DLC bekommt mit Cars-Paketen, also mit anderen Autos und ja, ein Vorbesteller-Boni erhält, der nur bis zum 14. geht. 14. April logischerweise. Also verhärtet sich tatsächlich dieser 15. Mai als Release-Datum von Project Cars. Was haltet ihr davon? Seid ihr es leid gewesen, diese nervigen News immer zu hören? Ich zumindest schon und freue mich, dass jetzt endlich tatsächlich das ein Ende hat. So, erstmal die Items wegschmeißen. Boah, ich dachte schon, der Bob-Omb, ne? Wow, die 8 hat mir aber ziemlich gut geholfen. Habe ich zumindest gehofft, ich dachte auf 2. Oh nein. Nein, 3 ist auch gut. Jetzt sind wir dran. Es gibt einen neuen Gameplay-Trailer zu The Witcher 3. Könnt ihr euch in der Videobeschreibung reinziehen. Wenn ihr euch für The Witcher 3 Wild Hunter interessiert. Erscheint ja im Mai. Kennt ihr das Spiel Fossil Frontier Dinosauria? Ja, das Spiel war eigentlich bisher nur in Japan. Also das Spiel wurde bisher nur für Japan released.
Aber es gab Gerüchte darüber, dass das Spiel auch hier nach Europa kommt. Das ist so eine Art, ja, Dinosauriers, die kämpfen. Müsst ihr euch gerade mal das Bild reinziehen. Jedenfalls erscheint dieses Spiel nun bald hier auch nach Europa. Und zwar am 19., 29. Mai oder April. Kann ich euch gleich später mehr dazu sagen. Oh, die Banane, ne? Die war jetzt auch fies. Oh, das war ein Arschloch. Der wollte mich noch in das Gras drängen. Aber okay, Platz 5, bin ich zufrieden. Das Spiel erscheint am 29. Mai nach Deutschland. Also ab dem 29. Mai könnt ihr, jetzt sag ich's, Fossil Fighter Frontier im Laden erhalten. Ihr könnt euch hier mal das Bild angucken, falls ihr euch für das Spiel interessiert. Ja, könnt ihr euch mal ein paar Trailer ansehen. Plus 8, freut mich. Wie ihr wisst, gab es mal einen Film. Und zwar von Need for Speed. Den gibt es mittlerweile auch auf Blu-ray zu erhältlich. Konnte man sich im Kino angucken. Ich glaube, der Start war scheiße, ne? Nein, doch nicht. Ja, jedenfalls hat Electronic Arts sich dazu entschieden, einen zweiten Teil zu bringen. Ja, Need for Speed bekommt einen zweiten Teil als Film. Dieser wird höchstwahrscheinlich in China spielen. Also im Land der aufgehenden Sonne. Das hat Electronic Arts auch schon bekannt gegeben. Wer da alles so mitspielt, ist bisher noch unklar. Nur ist es klar, dass der Produzent von Transformers 3 wieder mitarbeitet, wie schon beim ersten Teil. Und halt, dass der Film in China laufen wird. Ah, na toll. Der Bob-Bomb war jetzt auch nicht gerade so gut geworden. Aber okay. Kennt ihr das Spiel Project Crossover? Ich kenn's zumindest. Es ist ein Strategiespiel mit Capcom, Bandai Namco und Sega Characters. Also waren zum Beispiel Resident Evil, Devil May Cry und viele andere Leute vertreten. Dieses bekommt nun einen zweiten Teil. Das Spiel war in Japan nämlich überhaupt gar nicht erfolgreich, dann hatte man sich dazu entschlossen, das Spiel nach Europa zu importieren und hier war es plötzlich ein ziemlich großer Erfolg. Kam bei mir übrigens auch ziemlich gut an. Jedenfalls erhält das Spiel einen zweiten Teil, mehr ist übrigens auch gar nicht bekannt zu dem Spiel. Nur ist es klar, dass Project Crossover ein Nachfolger hält. Project Crossover 2, The Brand New World. Ich habe für euch einen neuen Trailer zu Xenoblade Chronicles X. Diese zwei Trailer zeigen gigantische Gegner-Battles. Könnt ihr euch ja mal in der Videobeschreibung reinziehen, falls ihr euch für Xenoblade Chronicles X interessieren solltet. Jawohl, ich habe das Item bekommen. Ich dachte schon, der schnappt mir das weg. Jawohl, Pilze. Oh, yes, 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 Zweiter, es ist geil, es ist geil, es ist geil, Zweiter. Platz war jetzt geil. Ja, Trailer befinden sich unten in der Videobeschreibung. Wer sich so ein bisschen für Videospiele interessiert und sich da so ein bisschen durchliest, der ist natürlich nicht an den News vorbeigekommen. Dieser Streit zwischen Kojima und Konami. Der hält übrigens weiterhin. Konami dementiert weiterhin, dass Kojima rausgeschmissen wird. Nach Jahresende. Es ist auch weiterhin so, dass alles, was zu diesem Thema ist, Konami absolut dementiert. Höchstwahrscheinlich werden wir erst neue Infos erhalten nach Jahresende, dann, wenn Kojimas Vertrag ausgelaufen ist. Dann wird er hoffentlich sein Schweigen über Konami brechen. Wir sind gespannt. Verflucht. Moment. Brauche jetzt gerade mal so eine Gerade wie die hier. Oder? Genau, danke. Ihr wisst, ist COD Black Ops 3 erschienen. Also es wurde angekündigt, also Call of Duty Black Ops 3 wurde angekündigt.
Natürlich erscheint das Spiel für PlayStation 4 und Xbox One, PC, bla bla bla. Überraschend ist aber, das habe ich euch sogar in die... packe ich euch gerade rein, also das seht ihr gerade. Call of Duty Black Ops 3 könnte höchstwahrscheinlich auch für Wii U erscheinen. Unfassbar, oder wahr? Ja, denn das ist offiziell, das ist die von der offiziellen Seite von Call of Duty Black Ops 3. Da wird nämlich tatsächlich die Wii, das Nintendo-Zeichen als ja, Konsolenherausgeber bestätigt. Unfassbar, oder? Ob es jetzt vielleicht für den New 3DS erscheint oder für Wii U oder vielleicht sogar für beides, ist natürlich noch unklar. Oh! Ja, na toll! Wow! Das war Glück mit der Grüne. Ja, toll, und den kriegt er einen Stern. Super. Aber finde ich ziemlich krass, dass Call of Duty Black Ops 3 tatsächlich für Wii U und vielleicht New 3DS erscheint. Komm, verpiss dich. Komm, Platz 4 will ich jetzt wenigstens noch ins Ziel retten. Und das habe ich auch. Wie gesagt, das Bild konntet ihr euch gerade reinziehen. Was sagt ihr? Könnte kommt Call of Duty Black Ops 3 vielleicht sogar für beide Nintendo-Konsolen, New 3DS, da bietet es sich ja jetzt mittlerweile an durch die gute Grafik. Oder vielleicht sogar auch für Wii U oder vielleicht für beide. Diskutiert mit mir in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren, eure Meinung. Hi Leute und herzlich willkommen zu Akte X, die geheimnisvollen Aufträge des FBIs oder whatever. Ich würde euch gerne die Musik hintergrund legen, aber wahrscheinlich kriege ich dann einen Strike. Ja, das Mysterium Uncharted Trilogie Remastered hat ein neues Kapitel erhalten, denn ein französischer Online-Händler, dessen Name ich jetzt nicht weiß, listete erneut das Spiel Uncharted Remastered Trilogie bei sich. Nicht das erste Mal ist es, dass dieses Spiel bei einem Online-Händler auf einer Seite erscheint. Noch macht Rockstar nichts. Nee, wer war das? Wer macht Uncharted? Egal. Jedenfalls Sony hat dazu noch nichts gesagt. Ich habe tatsächlich noch vergessen, wer Uncharted macht. Okay, vergiss es. Jedenfalls, was sagt ihr? Erscheint tatsächlich Uncharted-Trilogie? Immer wieder gibt es diese Spekulation. Doch es gibt immer noch keine offizielle Bestätigung. Aber ist das tatsächlich wahr? Kommt doch keins. Aber ich halte euch natürlich hier weiterhin auf dem Laufenden. Ja, weiter. Weiter mit den lustigen News. Und zwar, nächste Woche gibt es... Oh! Scheiße! Ich wollte die Bombe 4 weiterschmeißen. Ab nächste Woche gibt es neue News. Boah, ich musste runterspringen. Der hat dann eine blöde Grüne. Ab nächste Woche gibt es neue Informationen zu Formel 1 2015. Das verriet... Oh, ernsthaft? Das verriet die, die guten Codemasters, dass sie ab nächste Woche News zu dem Spiel raushauen. Und es ist unfassbar. Ich bin auf Platz 10 und habe eine Lupe gekriegt. Der Typ hinter mir hat eine Kugel beliebt. Ja, ich bin sehr gespannt, was da von Codemasters angekündigt wird. Vielleicht ein genaues Release-Datum wäre möglich. Schreibt mir in den Kommentaren, was kündigt Codemasters da nächste Woche noch so für neue Dinge an. Es wurde auch schon was gesagt. Alter, fick dich! Was zum Handling. Wurde mir gesagt, also dass da was Neues preisgegeben wird. Ja, bald ist ja die 3 im Juni. Wollt ihr die E3 nicht nur auf Twitch? Nein, ich hab doch extra den Pilz eingesetzt, du Vollidiot! Jetzt wäre ich letzter, super. Nur dank dieses Depp. Komm, wenigstens noch 9. Und? Platz 8 noch! Wie geil! Ja,
Wollt ihr zur E3, wollt ihr die nicht nur auf Twitch verfolgen, dann gibt es eine ganz besondere Verlosung von Sony. Sony bietet euch 2 Tickets nach Los Angeles zur E3, inklusive ein bisschen Taschengeld und noch vieles mehr, was ihr euch gerade ansehen könnt, was ihr da gewinnen könnt. Das Einzige, was ihr machen müsst, sind 2 Fragen zu beantworten von Sony und eure E-Mail-Adresse einzugeben. Mehr müsst ihr nichts machen, dann könnt ihr zur E3 kostenlos nach Los Angeles fliegen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Lust auf die E3? Also ich werde definitiv mitmachen und versuchen mein Glück, dass ich da zur E3 hinfahre. Ich weiß gar nicht mal, ob ich Plus- oder Minuspunkte gemacht habe, bestimmt Minus. Egal, weiter geht's. Und zwar geht es jetzt ein bisschen mit den etwas ernsteren Themen weiter. Und wir beginnen da bei YouTube. YouTube möchte angeblich ein neues Abo-Modell machen. Was soll man sich darunter vorstellen? Das heißt, dass man bald keine Werbung mehr bei bestimmten YouTubern sehen müsste. Diese YouTuber müssten aber 10 Euro bezahlen. Monatlich. Und müssten dann nicht mehr ihre Videos mit Werbung schalten müssen. YouTube erhält trotzdem 45% der Einnahmen. Und die restlichen 55% gehen dann auf das Konto der YouTuber. Es wird dann auch so eine Art Paywall geben. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Jedenfalls soll man in dieser Paywall Videos reinstellen, die nur Abonnenten sehen können, die kostenpflichtige Accounts haben. Ja, ist jetzt ein bisschen strange alles. Für mich war das auch noch ein bisschen strange. Die neuen Nutzerbedingungen haben schon einige YouTuber bekommen. Auch die hier in Deutschland. Und mussten diese akzeptieren. Also die neuen Nutzerbedingungen von YouTube. Was meint ihr? Jetzt kommen wir zu einem deutlich ernsteren Thema. Und zwar kommen wir zur Ukraine-Krise. Jeder, der sich zumindest ein bisschen mit Politik befasst, der kommt über die Ukraine-Krise natürlich nicht vorbei. Aber Politik hat nicht nur was mit Politik zu tun. Ja, ich wusste jetzt gar nicht gutes zusammenformulieren. Sondern auch Videospiele werden öfters davon betroffen. Zeigt der neueste Fall. Vor allem bei dieser Ukraine-Krise geht es ja um diese Krim, diese ukrainische Halbinsel. Und bei dieser Ukraine, ich möchte das gar nicht ausführen, was diese Krim ist und was da überhaupt los ist. Dafür ist dieses Format auch gar nicht geschaffen. Jedenfalls kündigte Blizzard an, dass man auf der Krim dort alle Accounts sperren wird. Alle. Also die Leute, die auf der Krim leben und einen Blizzard-Account haben, die werden dort bald nichts mehr zu lachen haben. Die werden nämlich alle gesperrt. Warum wird das gemacht? Blizzard verkündete das auch, also erklärte das auch, warum man das macht. Und zwar wird man von der USA dazu gezwungen, und zwar durch die USA-Sektionen. Was diese USA-Sektionen sind, ich möchte gar nicht auch darauf auf dieses Thema eingehen, auch gar nicht mehr auf diese Ukraine-Krise direkt eingehen. Wie gesagt, das ist gar nicht mal überhaupt das Thema. Es ist halt so, dass die Leute auf der Krim keine Blizzard-Accounts mehr nutzen können. Was meint ihr? Guckt ihr euch ein bisschen Politik an? Wie gesagt, ich möchte gar nicht über die Ukraine-Krise direkt reden, was da überhaupt los ist, was da abgeht. Dazu ist dieses Format auch gar nicht da. Auch was diese USA-Sektionen sind. Das ist ein anderes Thema. Ich bedanke mich zumindest bei euch. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.